Das ist nicht B2. Das ist nicht B2. Das ist B2. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Laut meiner Umfrage haben die meisten Deutschlerner Stress auf dem B2-Niveau. Was passiert auf diesem Niveau? Das B2-Niveau ist deutlich schwieriger als B1. Und es ist auch das Sprungbrett zum C1-Niveau. In diesem Video zeige ich dir, was du alles auf dem B2-Niveau wissen und können solltest. Wenn du das alles kannst, dann bist du mindestens auf dem B2-Niveau. Schaue dir dieses Video bis zum Ende an und teste dein Deutsch. Na dann, lass uns beginnen. Los geht's! Alle Themenbereiche, über die ich in diesem Video spreche und die man auf dem B2-Niveau beherrschen sollte, findest du auch in meinem kostenlosen PDF. Der Link zu diesem PDF ist direkt unter dem Video. Schaue dir alle Themen an und schreib in die Kommentare, was du noch nicht so gut kannst und was du gerne lernen würdest. Sei ehrlich! Übrigens, alle haben darauf gewartet und jetzt ist mein B2-Kurs endlich online. Das ist ein intensiver B2-Kurs, mit dem du deine Grammatik verbessern und deinen Wortschatz erweitern kannst. Dieser Deutschkurs ist sehr anspruchsvoll geworden. Zieh dich also warm an. Den Link findest du auch unter diesem Video. Sichere dir deinen Platz in meinem B2-Kurs und wir fangen an. In diesem Video zeige ich dir einige Grammatikthemen, die man auf dem B2-Niveau beherrschen sollte. Wir fangen mit einem sehr typischen Thema an. Die meisten Schüler haben Angst vor diesem Thema, aber sie fangen an, es richtig zu lieben, sobald sie es verstanden haben. Ich spreche vom Thema TK-Molo. Es geht um den Satzbau. Du weißt vielleicht schon, ein Satz nach dieser Faustregel ist immer korrekt. Temporal, kausal, modal, lokal. Bereits in deinem A1-Kurs hast du gelernt, dass das Verb in Aussagesätzen immer auf Position 2 steht. Hier geht es aber darum, wie du die Angaben im Mittelfeld platzierst. Ja, auf dem B2-Niveau werden die Sätze immer länger und länger. Hier ist ein Beispiel. Ich bin letztes Jahr wegen des Wetters spontan in den Süden gefahren. Letztes Jahr ist eine temporale Angabe. Wegen des Wetters, warum? Das ist eine kausale Angabe. Wie spontan ist eine modale Angabe. Und wohin in den Süden ist eine lokale Angabe. Man erkennt also, dass du das B2-Niveau hast, wenn du weißt, wie man die vielen Angaben im Satz richtig positioniert. Wenn wir schon beim Satzbau sind, dann weißt du auf dem B2-Niveau, wo das Dativ- und Akkusativobjekt stehen. Zum Beispiel, Achtung, jetzt kommt ein langer Satz. Ich lege meiner Kollegin heute wegen ihres Geburtstags heimlich eine Überraschung auf den Schreibtisch. Meiner Kollegin ist ein Dativobjekt und eine Überraschung ist ein Akkusativobjekt. Man sollte natürlich immer aufpassen, ob es um Nomen oder Pronomen geht. Aber das kann man schon auf dem B2-Niveau. Mach dir keine Sorgen, auch das lernen wir in meinem B2-Kurs. Es gibt ganz viele Übungen dazu. Meine Schüler bekommen sogar ein Übungsheft mit, jetzt pass auf, 187 Seiten. Ja, das ist nur eines der Geschenke, die du in meinem Kurs bekommst. Auf dem B2-Niveau hast du mittlerweile kein Problem damit, Sätze zu negieren. Du weißt also immer, wo du das Wörtchen nicht einsetzt. Man kann einen ganzen Satz oder nur einen Satzteil verneinen. Da sollte man aufpassen. Verneine bitte folgenden Satz. Wo würdest du das Wörtchen nicht platzieren? Ich denke an meine Prüfung. Wenn du diesen Satz verneinst, wo würde das Wörtchen nicht stehen?
Sehr gut. Nichts steht vor Präpositionalergänzungen, wenn es einen ganzen Satz verneint. Super. Auf dem B2-Niveau kennst du dich mit dem Konjunktiv 2 aus. Und nicht nur ich würde gern oder ich hätte gern, du kannst schon komplexe Sätze bauen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Konjunktiv 2 der Vergangenheit? Ich hätte gestern nicht mit dem Bus fahren müssen, wenn ich das Fahrrad gekauft hätte. So ein Satz ist kein Problem für B2-Schüler. Kannst du das auch? Auf diesem Niveau kann man sogar Vergleichssätze mit dem Konjunktiv 2 bilden. Zum Beispiel, du siehst aus, als wärst du gestern zu spät ins Bett gegangen. Es scheint, als hättest du gestern bis spät in den Nacht Serien geschaut. Stimmt das? Und kannst du das? Dann bist du mindestens auf dem B2-Niveau. Und wenn wir schon beim Konjunktiv sind, auf dem B2-Niveau hast du auch schon den Konjunktiv 1 kennengelernt. Der Konjunktiv 1 wird hauptsächlich in der indirekten Rede in formellen Situationen verwendet. Dabei werden Aussagen von anderen Personen wiedergegeben. Schauen wir uns mal diesen Satz an. Bürgermeisterin Müller sagt: Ich bin bezüglich der Wahlergebnisse zuversichtlich. In der indirekten Rede lautet dieser Satz so. Bürgermeisterin Müller sagt, sie sei bezüglich der Wahlergebnisse zuversichtlich. Das ist der Konjunktiv 1. Sie sei. Kannst du schon solche Sätze bilden? Prima! Auf dem B2-Niveau hast du auch schon einige Nomen-Verb-Verbindungen kennengelernt und kannst sie auch anwenden. Zum Beispiel, nächste Woche müssen wir einen Antrag auf Kindergeld stellen. Einen Antrag stellen. Das ist eine typische Nomen-Verb-Verbindung. Ja genau, auf B2 versuchst du auch schon beim Sprechen Nomen-Verb-Verbindungen zu benutzen. Man kann zum Beispiel sagen, wir müssen heute noch entscheiden. Ab dem B2-Niveau kann man diesen Satz auch anders formulieren. Wir müssen heute noch eine Entscheidung treffen oder eine Entscheidung fällen. Manche Nomen werden mit mehreren Verben kombiniert. Genauso wie mehrere Verben kommen mit vielen verschiedenen Nomen. Das Thema Passiv kennst du schon seit dem B1-Niveau. Aber auf B2 kannst du komplexere Sätze im Passiv bilden. Zum Beispiel, wenn die Wohnung hätte renoviert werden müssen, dann hätten wir für ein paar Wochen in einem Hotel schlafen müssen. Ja, auf dem B2-Niveau kannst du selbst solche Sätze bilden. Du kennst mittlerweile auch schon alle Passiversatzformen. Zum Beispiel, diese Aufgaben sind zu erledigen. Sie müssen also erledigt werden. Auf dem B2-Niveau bist du dir schon fast zu 100% sicher bei der Adjektivdeklination. Und jetzt kannst du wirklich alles. Ganz am Anfang kann man Adjektive nur nach dem bestimmten Artikel deklinieren. Dann kommen noch Adjektive nach dem unbestimmten Artikel dazu. Auf B1 lernt man die Adjektivdeklination ohne Artikel. Und auf B2 kann man mittlerweile Adjektive nach allen möglichen Artikelwörtern deklinieren. Ergänze die Adjektivendung in diesem Satz. Gut gemacht. Zum Glück haben wir viele zufriedene Kunden. Und jetzt in diesem Satz. Es klappt doch ganz gut. Alle zufriedenen Kunden schreiben gute Bewertungen. Auf B2 kannst du das im Schlaf. Das kannst du, oder? Auf diesem Niveau weißt du auch, was der eingeschränkte Superlativ ist. Zum Beispiel, sie ist eine der schönsten Schauspielerinnen der Welt. Kannst du auch solche Sätze bilden? Dann kannst du richtig gut Deutsch und bist mindestens auf dem B2-Niveau. Auf dem B2-Niveau kannst du problemlos das Wörtchen es benutzen. Zum Beispiel, mein Chef hat es auf mich abgesehen. Ich bekomme immer mehr Aufgaben als meine Kollegen. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich meine es ernst. Oder es haben sich viele Schüler zum Kurs angemeldet. Zu meinem B2-Kurs. Das Wörtchen es ist eben nicht immer ein Pronomen. Manchmal hat es eine rein grammatikalische Funktion und dient lediglich als Verweis auf einen Nebensatz oder als Platzhalter. Auch das kann man bereits auf dem B2-Niveau.
Auf diesem Niveau kannst du auch alle Wörter mit da. Zum Beispiel, ich war gerade dabei, dich anzurufen. Ich habe beim ersten Mal die B2-Prüfung bestanden. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Auch in Kombination mit Verben, so wie zum Beispiel dazustoßen, dazwischenreden, dranbleiben oder sich daneben benehmen. Wenn du solche Verben richtig benutzt, dann klingst du wie deutsche Muttersprachler. Auf dem B2-Niveau kann man auch schon schwierige Präpositionen anwenden. Zum Beispiel, in Köln kann man moderne Wohnungen entlang des Flusses mieten. Aber viele Kölner joggen bei schönem Wetter den Fluss entlang. Ja, die Präposition entlang kann sowohl vor dem Nomen als auch nach dem Nomen stehen. Und der Kasus bleibt auch nicht immer gleich. Im ersten Satz ist es der Genitiv entlang des Flusses und im zweiten Satz haben wir den Akkusativ, den Fluss entlang. Auf dem B2-Niveau kannst du schon Modalsätze bilden. Zum Beispiel, ich lerne viele neue Wörter, indem ich täglich mit Deutschen spreche. Oder ich lerne viele neue Wörter dadurch, dass ich täglich mit Deutschen spreche. Oder noch ein weiterer Satz, ich spreche täglich mit Deutschen, wodurch ich viele neue Wörter lerne. Das hier sind Modalsätze. Für B2-Schüler sind solche Sätze gar kein Problem. Auf diesem Niveau kennst du dich auch sehr gut mit Partizipien aus. Du weißt, wodurch sich das Partizip 1 vom Partizip 2 unterscheidet. Eine kochende Oma ist eine Oma, die kocht. Eine gekochte Suppe ist eine Suppe, die gekocht wurde. Du kannst sogar erweiterte Partizipien benutzen. Zum Beispiel, der aus Vorsichtsmaßnahmen abgebrochene Vorgang muss wiederholt werden. Es gibt auch ein Thema, bei dem sich ganz viele Deutschlerner unsicher sind. Das Thema Modalpartikeln. Auch das kann man auf dem B2-Niveau. Es ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Ich bin halt so. Willst du etwa schon wieder essen? Das wird schon klappen. Ja, das sind Beispiele für Modalpartikeln. Modalpartikeln ändern den Inhalt des Satzes nicht, sondern verdeutlichen die Meinung oder die Einstellung des Sprechers zu etwas. Auf dem B2-Niveau gibt es immer mehr Variationen. Modalverben kennst du schon lange, aber auf dem B2-Niveau kannst du sie auch in ihrer subjektiven Bedeutung anwenden. Der Bus muss gleich da sein, bedeutet, der Bus ist bestimmt gleich da. Der Bus müsste gleich da sein, der Bus ist sehr wahrscheinlich gleich da. Der Bus dürfte gleich da sein, der Bus ist vermutlich gleich da. Der Bus könnte gleich da sein, der Bus ist vielleicht gleich da, vielleicht auch nicht. Alle Sätze sind absolut korrekt, aber die Bedeutung ist unterschiedlich. Fleißige B2-Schüler können das ohne Probleme. Auf dem B2-Niveau macht man auch schon die ersten Erfahrungen mit dem Thema Nominalisierung. Du weißt also schon, wie man Nomen aus Verben bildet und wozu man das Ganze braucht. Die Kosten entstehen und jetzt nominalisieren wir diese Struktur. Die Entstehung der Kosten. Nominalisierung ist typisch für formal geschriebene Texte, zum Beispiel für Zeitungstexte, Verwaltungstexte und für die Wissenschaftssprache. Sowas braucht man immer mehr ab dem B2-Niveau. Und wie ist eigentlich dein Sprachniveau? Konntest du alles bis jetzt? Du kannst auch gerne meinen kostenlosen Einstufungstest machen. Ich verlinke diesen Einstufungstest unten in der Beschreibung. Dann war es das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Und wenn du alle B2-Themen als PDF bekommen möchtest, dann klicke auf den Link unter diesem Video und lade dir dieses PDF herunter. Und wenn ich dir sonst noch irgendwie helfen kann, dann lass es mich bitte wissen. Schreib bitte deine Frage unten in die Kommentare und ich versuche dir zu helfen. Also, mach's gut! Pass auf dich auf und wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Tschüss! Ja, auf B2 muss man schon viel können.